Hier, da ist ein Abfluss. Da sollen wir bestimmt dann durch. Kann ich mit denen noch irgendwie reden hier? Nee, kann ich nicht. Warum sollten wir auch miteinander reden wollen? Stimmt, hast recht, ist zu, gehen wir durch den Abfluss. Denn wenn es eins gibt, was in diesem Horrorspiel noch gefehlt hat, dann ist es ein Kanalisationslevel. Halt! Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Ich habe gerade noch einen Gedanken, eine Sache, die ich ganz schnell erledigen muss. Moment. Ich gehe mal kurz ins Menü. Da hatte ich doch bestimmt sowieso wieder was am Status getan. Oder auch nicht. Ich werde ganz kurz was erledigen, was ich denke, was ganz gut helfen wird bei diesen Nicht-Bewegen-Szenarien. Kleiner Schnitt. So, da bin ich wieder. Ich cheate noch ein bisschen mehr. Ich habe die Vibration ausgeschaltet. Ich befürchte nämlich, sonst hat das wirklich nicht viel Sinn, das Ding irgendwo hinzustellen für diese Sequenzen. So, offen. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer Ich geht auch. zuerst? Nach euch. Nee, Emily, du gehst als Erste. Blöde Pute. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt auf einmal Sam? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Ich bin hin und her gerissen, was ich mit diesem scheiß Controller machen soll. Ganz ehrlich, Leute. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Warum macht ausgerechnet Ashley das jetzt alleine? Ist ja nicht so, dass ein Wendigo das nicht öffnen könnte, ne? Wenn die 330 Kilogramm heben können. Und schon ist Ashley wieder alleine und vor allem wird sie wohl beobachtet. Hi. Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst um Ashley. Ich will niemanden mehr verlieren. Ich hoffe, Mike geht's auch gut. Alter, haben die mich hier in dem Labyrinth alleine gelassen? Er hat uns alleine gelassen. Er hat uns alleine gelassen. Ihr Penner! Kann nicht wahr sein, ey. Ey, wie assig ist das bitte gerade? Bitte sagt mir, dass es Mike gut geht. Ich bereue so ein bisschen, dass ich. Ich habe wirklich gedacht, ich muss den Wolf retten. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Nein. Jessica! Bist du das? Nein. Tu es nicht. Nein, wir gehen zur Gruppe. Scheiß auf Jessica. Wir wissen, dass Hallo? Wendigos ihre Beute nachahmen können. Und das war garantiert eine Falle. Das Risiko gehe ich gar nicht erst ein. Wenn Jessica lebt, dann muss sie zusehen, dass sie alleine zurechtkommt. Tut mir leid. Ich riskiere nicht Ashley für Jessica. Andersrum würde ich es machen, aber nicht Ashley für Jessica. Dazu mag ich Ashley zu sehr inzwischen. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Da.
Das war mir ein bisschen zu... Die Leiter ist drin, wir schaffen es niemals darauf. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Jetzt sind wir alle dahin gelatscht, nur damit Sam am Ende doch alleine weitergeht? Okay, das sieht aus, als ob wir jetzt Jessica spielen. Nachdem sie ja eben aufgewacht ist. Wir haben ja gesehen, dass sie noch lebt, ne? War das Josh? Oder einfach irgendein Opfer? Nee, wir klettern. Wir sind mal vorsichtig. Schön aufpassen, Sam. Keinen Mist bauen jetzt. Du kletterst drumherum. Du machst das alles schön regelkonform und vorsichtig. Free Climbing ist sowieso schon gefährlich genug. Ich will da mit dir kein Risiko eingehen. Gerade mit dir will ich da kein Risiko eingehen. Rüber zum Vorsprung. Komm, weiter klettern. Du machst das super bisher. Machst das ganz super. So, klettern wir drumherum. So, jetzt bloß keinen Mist bauen. Gott sei Dank nutzen die Quicktime-Events nur die vier Hauptknöpfe. Das heißt, ich kann das wirklich hier auf dem Schreibtisch stehen lassen, das Gamepad, und die Events trotzdem machen. Du hast das sowieso drauf. Du bist Sam. Rette den Cheerleader, rette die Welt. So, was können wir denn jetzt hier alles Interessantes finden? Vor allem hätte ich gedacht, dass wir da vielleicht nochmal runtergucken können. So, da links ist das Ding ins runtergesprungen, ne? Genau. Das heißt, wir gucken erstmal hier hinten weiter. Huh. Alles klar. Was ist klar? Oh, Sam geht den langen Weg. Gibt bestimmt noch was zu entdecken hier, deswegen... Ich gehe mal davon aus, dass wir da hinten runterspringen müssen am Ende. Komme ich da noch zurück? Okay, wir mussten nicht da hinten runterspringen. Scheiße. Scheiße. Ich habe bestimmt wieder was verpasst. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Sam, pass auf dich auf, Mädchen. Nicht, dass dir am Ende noch was passiert. Bitte, Sam, pass auf dich auf. Mädel, wir brauchen dich doch noch. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir brauchen dich auf jeden Fall noch. So, jetzt sind wir hier, was wir schon durch das Gitter gesehen haben. Ich guck gerade, ob am Boden irgendwo noch was liegt. Ein Totem oder sowas, aber... Ich glaube, wir sind draußen. Wo die Frage ist, ob das unbedingt besser ist. Aber bald geht die Sonne auf. Oh Gott. Da links sehe ich einen Zaun, deswegen gehe ich erstmal hier rechts lang. Wo lang? Obwohl... Ach scheiße, das ist ein Irrgarten. Oh nein, das ist ein Irrgarten.
Was haben wir denn hier? Das sieht doch nicht schlecht aus. Scheiße. Okay, es sieht schlecht aus. Gehen wir mal weiter. Ja, dass ich so ein bisschen hin und her wurscht, liegt halt daran, dass ich immer noch mit Controller auf Schreibtisch spiele. Ich habe eine Heidenangst vor diesen dämlichen Halte-Still-Quicktime-Events. Davor, dass wir da verkacken. Hallo? Und noch irgendwen verlieren. Das will ich nicht. Kannst du da nicht rüberklettern? Kannst du da nicht rüberklettern. Gut, wo müssen wir denn dann lang? Sam, hilf mir doch mal. Ich sehe auch keinen Totem hier irgendwo. Ja, jetzt sind wir wieder am Start, ne? Hier mal ein bisschen schneller, Mädel. Dann halten wir uns jetzt hier rechts. Ah. Eine brüchige Brücke. Die bricht doch unter uns ein. Die ist stabil? Alter, Klischee Nummer 1. Die Brücke kann nicht stabil sein. Ist das Tor vielleicht offen? Ich möchte nur anmerken, sie ist am Anfang des Spiels über ein viel höheres Mauerstück geklettert. Und eben gerade eine steile Felswand hoch. Traut sich aber nicht, über diese Mauer hier zu klettern. Scheiße! Sam, pass auf dich auf. Shit! Shit, Sam. Keine Dummheiten jetzt. Andererseits müssen wir ja da rein, ne? Wir müssen Mike retten. Der wird gerade von einem Wendigo angegriffen. Wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt gerade zu der Szene, wo wir ihn verlassen haben, dass wir ihm quasi das Leben retten können. Ja, Mike lebt noch. Mike lebt. Sam, rette ihn. Rette ihn. Zack. Und zack. Und ich würde sagen, kabums. So los, komm schon los jetzt. Schieß, Mike! Lauf! Ihr beiden seid wirklich meine Helden. Das war der Geist des Wendigo. Das sind die beiden, denen nichts passieren darf, Leute. Das sind die beiden, die ich definitiv bis zum Ende durchbringen will. Cool wäre es natürlich, wenn wir alle durchbringen können. Bis jetzt schlagen wir uns da ja gar nicht so schlecht. Im Moment leben alle, also bestätigt lebend, alle außer Matt und Josh. Oh, alles okay? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards.